Zuschauer der mörderischen Schattenseiten. Für diese Folge bin ich mal ganz tief in die Geschichte des Kriminalromans zurückgetaucht. Also zwischen 80 und 90 Jahre haben die Titel, mit denen ich hier heute mich vorstelle, auf dem Buckel. Und es sind aber nicht nur die guten alten betulichen Rätselkrimis. Es geht auch ein bisschen härter zur Sache. Das war durchaus vor 100 Jahren auch schon möglich. Fangen wir aber trotzdem mal an mit einem Klassiker der Klassiker. Carter Dixon, eigentlich John Dixon Carr, einer der ganz, ganz Großen des Rätselkrimis, bekannt für seine schier unglaublichen Wolten und Wendungen. Tennisspieler und Seilakrobaten, ja, das ist ein blöder Titel, weil er im Grunde für die erfahrenen Krimileser schon viel zu sehr den Hinweis auf die Auflösung gibt. Und was damit gemeint ist, wird sicherlich deutlich, wenn ich mal kurz die Geschichte rekapituliere. Also der Roman ist von 1939 und ich habe hier eine Ausgabe von 1962 mitgebracht. Es gibt noch eine spätere unter dem Titel Mord am Netz aus dem Ullstein Verlag. Aber da kann ich mich nicht dafür verbürgen, dass die ungekürzt ist. Und das ist hier für mich immer so ein bisschen ein allergisches Thema, will ich es mal nennen. Und deswegen komme ich dann auf diesen Band von 62 zurück, der leider nicht mehr so ganz leicht zu erhaschen ist, wie alles von Dixon, weil zumindest diejenigen, die ihn kennen und lieben, durchaus wissen, was sie an ihm haben und dann tief schürfen, um solche alten Titel noch zu kriegen. Hier steht im Mittelpunkt der Handlung eine schöne junge Frau, reich, Brenda Scott. Um die buhlen zwei Männer. Da haben wir einmal Jim Rowland, der ist redlich, aber arm. Und dann haben wir Frank Dorrance, der ist reich, aber ein Widerling. Und wie das so ist, die Familie drängelt, sie soll den reichen Widerling heiraten, aber sie entscheidet sich gegen allen Widerstand für den braven Jim. Lässt auch nicht locker und stößt auch so den arroganten Frank tüchtig zurück, weshalb sie jetzt in Nöte gerät, als sie auf dem Tennisplatz, der zu dem Haus gehört, auf dem man sich dort aufhält, findet man die Leiche von Frank Dorrance. Wie findet die Leiche? Es gibt keine Fußspuren, die zur Leiche hin oder zurückführen über diesen Split, nur ihre jetzt, wie sie hin und wieder zurückgelaufen ist. Also wird man ihr die Unschuld glauben. Die Polizei, so wie sie nicht nur Dixon beschreibt, arbeitet zu der Zeit nach dem Prinzip verdächtig, gleich Täter, ab in Knast. Und deswegen ist es durchaus verständlich, dass Brenda jetzt in Panik gerät und zusammen mit ihrem Jim versucht, ihre Spuren zu vertuschen. Und da man damit natürlich nicht nur Verwirrung, sondern auch in ihrer eigenen Sache nur Unheil anrichtet. Oberinspektor Hadley weiß, da läuft was schief, kommt aber nicht drauf, was es ist und deswegen fährt er jetzt ganz schweres Geschütz auf. Buchstäblich, und es tritt auf Gideon Fell. Und das ist einer der Detektivfiguren, mit der Carr die Kriminalhistorie bereichert hat. Es gibt aus den Jahren 33 bis 67 23 Romane mit Gideon Fell in der Hauptrolle. Und das ist eine Gestalt, wie man sie sich auch durchaus im modernen Film oder Fernsehen vorstellen kann. Charakterisierte ihn und formte ihn nach einem Freund, nach dem Autor Gilbert Keith Chesterton, der 1936 gestorben ist und berühmt geworden ist durch seine Father Brown-Geschichten. Und der war wie Gideon Fell groß und dick und schlampig und laut, aß gerne, trank gerne, die Krawatte der Binder immer schief, zerknautschte Klamotten. Und
wirkte eigentlich ein bisschen trottelig, bloß dahinter versteckte sich dann eben ein messerscharfer Verstand. Und so ist das eben auch bei Gideon Fell. Der poltert los, stellt dumme Fragen, benimmt sich schlecht, verstößt gegen zeitgenössische, moralische und ethnische Regeln und tut das eigentlich immer nur, um sein Gegenüber zu verunsichern und dadurch zu einer Reaktion zu bringen, die später den Täter verrät. In diesem Fall ist die Auflösung quasi durch den deutschen Titel schon ein bisschen angekündigt. Trotzdem, wenn man das ignoriert, ist die Auflösung komplex, weil nämlich die Absurdität dieses Plots, dieses Mordplans bei diesem frühen K, anders als bei dem späten, schon ausgebrannten Autoren, mit einer so lupenreinen Logik beschrieben wird, dass es einfach nur Spaß macht, wie das Absurde plötzlich ganz plausibel wirkt. Und wie gesagt, dieser Band ist als unter Carter Dixon erschienen. Zu seiner besten Zeit war John Dixon Carr so aktiv, dass er noch ein Pseudonym wählen musste. Dies hier hat ihm dann der Verlag aufgedrückt. Da war er gar nicht groß mit zufrieden, weil es klingt ja nicht gerade sehr anders als John Dixon Carr. Ist aber egal. Er hat dann eben auch darunter veröffentlicht. In Deutschland geschieht das in wirrer Folge. Wenn Sie Carter Dixon lesen, können Sie, ist es immer John Dixon Carr oder umgekehrt. Sie können aber zu jedem Band bis etwa 1955, würde ich mal sagen, können Sie problemlos greifen. Nachher wird es schon nicht mehr so schön. Der Mann hat zu viel geschrieben. Er hat tüchtig dem Alkohol zugesprochen. Er hat sich buchstäblich kaputt geraucht. Das geht also. Hat er auch noch einen Schlaganfall bekommen. Und die letzten Romane hat er quasi nur noch mit einer Hand so aufs Papier geträufelt. Er hat aber nie aufgehört, bis zu seinem frühen Tod. Er ist also, hat von 1906 bis 1971, bis 1977 gelebt. Und eigentlich als Schriftsteller war das zu lang. Tennisspieler und Seilakrobaten fällt, wie gesagt, noch in seine richtig gute Zeit. Und auch wenn es nicht so leicht ist, an diesen Roman heranzukommen, man versuche es und man wird belohnt mit Krimi-Klassik, die es mit Agatha Christie und Co. jederzeit aufnimmt. Nun gibt es unsere mörderischen Schattenseiten ja noch nicht allzu lange. Aber ein paar Reaktionen habe ich schon erfahren. Und einer derjenigen, der sich die Sendung angeschaut hat, hat gefragt oder mir angeraten, unbedingt mal einen Kriminalroman der Reihe Die Mitternachtsbücher zu zeigen. Damit hat er quasi den Startschuss gegeben. Hier habe ich umgehend eins mitgebracht, und zwar noch eines der alten, richtig guten. Es ist, zur Reihe erzähle ich gleich noch was, es ist ein Roman von Ellery Queen, Der Giftbecher. Und eigentlich dürfte hier nicht Ellery Queen stehen, sondern Barnaby Ross. Denn dann die vier Romane um den ehemaligen Theaterschauspieler Drury Lane, die Ellery Queen in den 1930er Jahren geschrieben hat, wurden unter diesem Pseudonym Barnaby Ross veröffentlicht, weil auch in der Zeit so viele Ellery Queen Romane erschienen sind, dass man sich die Marke nicht kaputt machen lassen wollte. Die Geschichte spielt zeitgenössisch, also dieser Roman ist von 1932, diese Ausgabe ist von 1959 und spielt in New York City und im Mittelpunkt steht eine richtig schreckliche Familie. Nicht nett, sondern einfach nur schrecklich. Die Familie Hatter, die Mad Hatters, die sind stinkreich, aber in der feinen Gesellschaft unten durch und völlig verhasst. Die sind nicht exzentrisch, die sind bösartig. Das wird einem ja normalerweise verziehen, gerade in Amerika, wenn man reich ist. Aber die Hatters sind, wie gesagt, so abscheulich, dass sie jeder fürchtet. Sie neigen auch zu Gewaltausbrüchen, zu Jähzorn
Und die schlimmste von allen ist die Matriarchin Emily. Steinalt, aber wie soll ich sagen, Bosheit konserviert offensichtlich, es geht ihr gut. Seit 2 Monaten ist sie Witwe. Sie hat ihren unglücklichen Mann endlich so weit gebracht, dass er sich ertränkt hat. Jahrelang hat der arme Kerl schlucken müssen, was seine Gattin über ihn gebracht hat. Die Kinder konnten ihn genauso wenig leiden und haben ihn auch nicht als Vater akzeptiert. Jetzt ist er, wie gesagt, tot. So, und jetzt wird ein Mordanschlag auf eine der Töchter verübt. Bei den Hatters eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber in dem Fall wird dann doch die Polizei alarmiert und es erscheint Inspektor Tum. Das ist der typische Gegenspieler von Barnaby, von Drury Lane. Und wie der Name schon anklingen lässt, ist er zwar eifrig, groß und polterig, aber nicht gerade die größte Leuchte. Auf dem Kronleuchter der Polizei von New York oder überhaupt. Drury Lane hingegen ist als Detektiv etwas Besonderes. Er ist ein ehemaliger Theaterschauspieler, der seinen Job aufgeben musste, weil er sein Gehör verloren hat. Dadurch haben sich seine anderen Sinne so geschärft, dass er jetzt noch die kleinsten Indizien, die sogar den Fachleuten entgehen, die bemerkt er. Und aufgrund seiner reichen Theater- und Lebenserfahrungsschatzes weiß er, die dann meist so zusammenzusetzen, dass daraus die Lösung eines Kriminalfalls wird. Und außerdem ist er als ehemaliger Schauspieler ein Meister der Verkleidung. Und das nutzt er, wie Weiland Sherlock Holmes auch immer mal gerne aus, um auf diese Weise Verdächtige zu überrumpeln und auszuholen. Und im Laufe der Ermittlungen, die sich nun ergeben, typische Whodunit-Ermittlungen, also man fragt, man antwortet, Theorien werden aufgestellt, man gerät in Sackgassen, die Theorien erweisen sich als Irrtum und dann geht es wieder weiter und so weiter. Das wird begleitet von immer neuen Mordattacken auf Hatters, von denen auch einige daran zugrunde gehen. Und das Besondere in dem Fall ist, dass hier der deutsche Titel etwas unglücklich gewählt ist. Es geht tatsächlich um Gift, aber The Tragedy of Ypsilon, der Originaltitel, der gibt einen Hinweis auf ein wirklich unglaublich ungewöhnliches Mordmotiv, das auch ein bisschen unter den zeitgenössischen Umständen so ein bisschen anrüchig gewesen ist, aber durchaus erklärt, was tatsächlich hinter den Kulissen der Hatters geschehen ist und wieso, und erklärt auch, warum diese Familie buchstäblich ausgerottet wird. Es ist ein gemütlicher Roman mit recht drastischer Handlung. Das hat es durchaus auch schon damals gegeben. Und es unterscheidet sich dadurch von den normalen Ellery Queen-Romanen. Es gibt ja nicht nur Ellery Queen, den Schriftsteller, der wiederum eigentlich ein Duo war, Frederick Denning und Manfred Bennington Lee, sondern auch ein Detektiv, der seine eigenen Romane schreibt. Also immer wenn Ellery Queen über einem Titel steht, dann ist die Hauptfigur auch Ellery Queen, der Detektiv, der in der Ich-Form, beziehungsweise meist in der dritten Person, dann die Handlung trägt und führt. Zwischen 1929 und 1971 haben die beiden Roman um Roman rausgefeuert, muss man sagen. Auch bei denen muss man sagen, die späteren sind nicht mehr gut, aber immerhin noch lesbar. Aber so bis 1955, 56 kann und muss man eigentlich als Krimi-Liebhaber alles von denen lesen. Das ist einfach ganz große Krimi-Handwerkskunst, will ich es mal nennen. Der Giftbecher ist Band 2 dieser 4 Bände um Drury Lane. Und hier haben wir noch, im Gegensatz zu einer späteren Ausgabe im Urstand Verlag, haben wir hier die Ausgabe aus dem Kurt Desch Verlag. Die ist ungekürzt.
von 1959. Es ist der Band 20, einer der frühen Bände. Auch hier gilt immer, je früher, desto besser. Die konnten aus einem reichen Schatz noch nie veröffentlichter Romane schöpfen. Und deswegen ist ungekürzt, kleiner Druck, 224 Seiten, kann man sich drauf verlassen. Das ist tatsächlich auch eine von der Übersetzungsleistung wunderbare Fassung dieses Romans. Diese Mitternachtsbücher, man glaubt es kaum, die gehörten ursprünglich mal zum Inventar und in jede Bibliothek von Krimilesern. Die erschienen zwischen 1958 und 1974 in sage und schreibe 669 Bände. Heute weiß eigentlich kaum noch einer, dass die jemals erschienen sind. Die letzten Jahre waren auch nicht mehr gut. Das in der Seitennormierung sind sie dann doch erwischt worden und fielen auf ein Format von 144 Seiten zurück. Die Autoren waren nur noch drittklassig, die Übersetzung auch nicht mehr besonders gut. Also es ist schon klar, dass das irgendwann nicht mehr gut gehen konnte. Aber wie gesagt, bis Band 100 ist alles spitze und bis Band 250 kann man als Krimi-Liebhaber, auch gerade wenn man die alten Krimis liebt, kann man problemlos zugreifen. Mit dem dritten Band bin ich heute zwar in der Vergangenheit geblieben, aber ich bin auf eine ganz andere Schiene gestiegen. Und zwar geht es hier nicht mehr um den altbekannten Armchair-Detektiv, der am liebsten auf dem Hintern hockt und im Kopf Kriminalrätsel löst, sondern hier geht es jetzt tatsächlich um den schon modernen Detektiv, der immer in Bewegung ist und immer aufs Maul bekommt, wieder aufsteht, damit Whisky gurgelt, die nächste Zigarette ansteckt und sich erneut ins Getümmel stürzt, zum Ruhme des Gesetzes, über das er zwar ständig spottet und lästert, das ihm aber trotzdem heilig ist. Außerdem habe ich mal einen Band vorgestellt, der den Kriminalroman, den Krimi nicht als Roman behandelt, sondern hier geht es mal um eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und tatsächlich sind gerade diese Detektivgeschichten, um die es hier geht, sind eigentlich geboren als Stories. Herbert Ruhm ist einer derjenigen, die sich auch sekundärwissenschaftlich mit dieser Frühgeschichte des Hardboiled Detective Romans und des Genres beschäftigt haben. Und 1977 hat er diesen Band herausgegeben, der dann zwei Jahre später in Deutschland wieder als roter Krimi im Goldmann Verlag erschienen ist. Dieser modernere Krimi ist eigentlich deswegen aufgekommen, weil sich einige Autoren geärgert haben. Das Verbrechen galt lange als edle Kunst und selbst wenn jemand umgebracht wurde, dann lag da zwar eine Leiche, aber naja, das war nicht besonders Schlimmes. Die bösen Folgen wurden immer ausgeblendet. Und das hat dann einige, unter anderem vor allen Dingen Raymond Chandler, wirklich wahnsinnig geärgert. Die standen auf dem Standpunkt, das Verbrechen ist gewöhnlich und brutal, niemals raffiniert. Dazu kamen dann auch die Erfahrungen jüngerer Autoren im Ersten Weltkrieg, auch aus Amerika. Und da ist dieses Genre eigentlich geboren worden, waren ja zuletzt noch viele junge Männer eingerückt und auch an der Front. Und dort haben sie dann eine Gewalt kennengelernt, die sie auch nicht vergessen haben und die sie wieder zurückgebracht haben und die sie jetzt auch in ihre Werke einfließen ließen. Damit haben sie quasi auch Eulen nach Athen getragen, denn das ist auch die Zeit, in der in der Realität in den USA das organisierte Verbrechen aufkam. Die Prohibition, das heißt das allgemeine Verbot von Alkohol, hat ja dazu geführt, dass sich Banden organisiert und zusammengeschlossen haben zu riesigen, quasi ja zu einem Schattenimperium, das man auch nach dem Ende der Prohibition nicht mehr los wurde. Es existiert im Grunde bis heute. Und diese Herren dieser Banden, die haben dann äußerst rücksichtslos gegeneinander Krieg auch um Pfunden und Reviere geführt.
Also in Chicago, Al Capone, man muss nur solche Stichwörter nennen, dann kommt es schon. Dann weiß dann der Leser oder Zuschauer weiß schon, um was es dann geht, dass mit Thompson-Maschinengewehren geschossen wird, die Leichen liegen überall. Oldtimer-Autos werden in rasender Geschwindigkeit gegen Laternen gefahren und so weiter und so fort. Und das gibt es eben auch parallel dazu als als Populärliteratur. In den 1920er Jahren gibt es die Pulps. Das sind Magazine, in denen werden dann Geschichten eines Genres, Science-Fiction, Horror oder eben Kriminalgeschichten erzählt. Die sind dann so um die 100, 120 Seiten dick, gedruckt auf möglichst billiges, stark holzhaltiges Papier aus Pulpe. Zusammengerührt, daher auch der Name. Eines dieser Magazine ist das Black Mask Magazine. Das existierte von 1920 bis 1951 und es gehört eigentlich zu den besten seiner Art. Damals und auch nach der Einstellung wurde es verfemt, das sei alles Schund, voller Tücke und Gewalt, Korruption und Hinterlist und Femme Fatales. Wo doch die offizielle Leitlinie auch der Regierung und der Behörden waren, Verbrechen lohnt nicht und wir erwischen euch alle. Hier in diesem Falle steht die Polizei eher auf der Seite entweder der Bösen oder der Dummen. Der einzige Held im Mittelpunkt, das ist eben der Detektiv, der als ziemlich verbeulter Ritter auftritt und dann arme, verfolgte Frauen oder sonst wie Hilflose rettet, indem er deren Fälle übernimmt, aufklärt und gleichzeitig den großen bösen Industriellen, korrupten Politikern, also alle diese Bösewichte mit weißem Kragen, die man sich so vorstellen kann, denen zumindest eins auswischt. Er verdient nie viel und meistens hat er am Ende eines Falles noch draufgezahlt und die Klamotten sind zerrissen und blaues Auge, Zähne raus. Aber er stellt sich stolz hin, schüttelt den Staub ab und marschiert genauso in den nächsten Fall. Diese Pulp-Magazine und auch gerade das Black Mask Magazine, die haben inzwischen sind längst rehabilitiert. Man hat sie erkannt als Schmiede späterer Klassiker-Autoren. In diesem Black Mask Magazine sind also Autoren wie Dashiell Hammett, Raymond Chandler oder Earl Stanley Gardner groß geworden. Die sind doch alle hier drin. Es gibt auch eine Reihe von Eintagsfliegen, die nur in diesen Pulps veröffentlicht haben, die später den Sprung vom Pulp zum Taschenbuch nicht geschafft haben und verschwunden sind, obwohl sie genauso gut waren wie die großen, noch heute bekannten und berühmten Autoren. Die Sprache ist betont einfach, die Sätze sind kurz, die Wortwahl ist deutlich, nicht in der Quantität der Worte, sondern in der Qualität liegt die Kraft, man versucht, den Stil zu kondensieren. Es spielt auch immer ein bisschen Hemingway im Hintergrund mit. Und es ist lakonisch, sentimental, höchstens auf einer Ebene, die durch Zynismus getarnt wird. Es geht also durchaus menschlich zu, da ist nichts. Da geht es nicht um Schund. Das sind wunderbare, spannende Geschichten mit sehr menschlichen Charakteren. Und die älteste dieser Geschichte ist 100 Jahre alt und ist trotzdem immer noch wunderbar lesbar. Es ist zwar seltsam, wenn man davon liest, dass so ein Detektiv auf einem Flussdampfer unterwegs ist, somit so auf einem Raddampfer, trotzdem, es wirkt durchaus modern. Diese ungeschliffenen Diamanten der Krimi-Historie hat man seit den 1970er Jahren dann wiederentdeckt. Heute können Sie für die alten Pulps, wenn Sie die Originale kaufen wollen, wenn Sie überhaupt noch welche kriegen, zahlen Sie da Unsummen für. Wobei die auch nicht besonders gut erhalten sind durch dieses billige Papier. Die werden wieder aufgelegt, in neuen Sammlungen zusammengestellt. Man kriegt sie auch auf einigen Internetseiten, kann man sie inzwischen wieder nachlesen. Also sie sind jetzt inzwischen aus der Kriminalliteratur nicht mehr wegzudenken. Außer in Deutschland, wo höchstens alle Jubeljahre mal so eine schöne Auswahlsammlung erscheint. Und obwohl sie nicht besonders ansprechend layoutet ist,
würde ich auf jeden Fall dazu raten, dich mal auf die Suche zu machen. Es ist ein jeweils kurzes, aber äußerst spannendes Erlebnis, diese uralten Geschichten heutzutage nochmal zu lesen. Und damit kommen wir auch zum Ende für dieses Mal. Ich werde mal schauen, was ich an interessanten Titeln für das nächste Mal aus meinem Buch Mien herausklaube. Ich habe schon einige eher unbekannte Kandidaten wieder so im Hinterkopf und ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen werden.